Du möchtest deine Intuition verbessern, Blockaden auflösen? Dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Karin. Ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames, intuitives Malen für mehr Leichtigkeit im Leben. Ja, das heutige Video handelt ja, oder das Thema des heutigen Videos ist intuitives Malen für ein gutes Bauchgefühl, für eine gute Intuition, um Blockaden aufzulösen. Ja, und hier sind wir schon mittendrin im Prozess, aber ich möchte zuerst ein bisschen was über das Material erzählen. Ich verwende ein dickes Fotopapier, 70x100 sogar, aus dem einfachen Grund, weil es eine Unterlage auch wird. Ne? Das siehst du dann im späteren Verlauf. Von den Farben her meine Empfehlung, alles was bunt ist, alles mit dem du malst, dieses Bild jetzt muss auch nicht in Aquarell entstehen, nimm die Farben, mit denen du dich wohlfühlst. Ja? Und hier beginne ich ganz locker erstmal mit Formen, mit ein paar Wörtern. Das Thema ist ja Intuition. Was verbindet dich mit Intuition? Na, also für mich ist es jetzt der Raum, die Meditation. Und ach, das hatte ich ganz vergessen. Wenn du magst, natürlich schöne Meditationsmusik. Auch da alles, was dir gefällt, was von der Stimmung her passt, ja. Und wie gesagt, ich muss mich immer oder ich fühle mich immer so ein Stück weit rein. Also meine Bilder sind niemals vorgefertigt mit Ideen, sondern ich lasse es tatsächlich fließen, ja. Und jetzt siehst du das Schöne an Aquarellstiften und Aquarellfarben. Die lassen sich ganz toll mit Wasser vermischen. Ja, also alles, was mit Intuition zu tun hat, für mich jetzt, ja, da verwende ich gern Aquarellfarben, Aquarellstifte und das Ganze entsteht dann häufig mit Wasser vermischt, ne? Es ist mit Fliesen. Und jetzt eben, hier sieht man, dieses Bild entsteht natürlich niemals an einem Tag, sondern ich habe mir gewünscht, oder mein Wunsch war, ich lasse es einfach liegen und schreibe und mal drauf. Ja? Es ist praktisch, es ist so gesehen eine Unterlage. Und es geht. Und somit habe ich diese Farben und Formen tagsüber oder wenn ich dann abends sitze und ein bisschen reflektiere, dann habe ich die Farben und Formen von morgens mit dabei. Und lass dir Zeit beim Malen. Also Intuition, eine gute Intuition lernt man nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, das ist wie ein Muskel. Und du kannst, also wenn du magst, die Intuition wunderbar üben, indem du zum Beispiel erstmal oder indem du spontan entscheidest, welche Farben brauche ich im Augenblick. Sind es Buntstifte? Also dieses Bild entsteht ja mit Aquarellfarben und Buntstiften. Ah ja, und das sind meine Wörter, also meine Affirmationen oder einfach Dinge, die für mich jetzt gerade wichtig sind. Das mache ich dann gerne oder schreibe ich gern mit dem Edding, weil der verwischt sich nicht. Deswegen. Aber jetzt nochmal zu den Formen und Farben. Intuition. Welche Farben sprechen dich gerade an? Aber nicht nur die Farben, sondern auch, sind es eher Buntstifte, sind es Aquarellfarben,
Muss, soll's fließen? Oder brauchst du Halt? Und wenn du das, wenn du diese Übung regelmäßig praktizierst, dann wirst du auch draußen im Alltag schneller spüren, was du brauchst, wer du bist, wo du dich wohlfühlst, welcher Raum, hier steht ja auch Raum spüren, welcher Raum ist angenehm für dich, welche Menschen sind angenehm. Ja, brauchst du gerade eine Grenze, so wie hier, ziehe ich jetzt gerade wieder Grenzen. Ja, und lass dieses Bild ruhig liegen. Ich habe es ja auch über bestimmt eine Woche liegen gelassen. Es ist übrigens Midsommar entstanden. Zur Midsommerzeit, ein wichtiges Datum. Midsommar ist ja jetzt schon rum oder fast rum. Und ich habe es dann, ich lese dann wieder ein bisschen Literatur oder jetzt hier, da habe ich mich an diesem Morgen für Midsommar oder für Midsommar vorbereitet. Ja, und dieses Blockaden, das ist ja auch so ein Thema, Blockaden lösen, um Blockaden zu lösen. Sollte ich natürlich auch wissen, wo habe ich denn meine Blockaden? Ja, wo bin ich blockiert? Was bedeutet überhaupt eine Blockade? Blockade könnte sein im Denken, ja, dass ich immer wieder denselben Mist denke oder ich blockiere mich selber. Also auch das sind Fragen, die ich mir stellen kann, in einer ruhigen Minute, wenn es um Intuition geht, wo blockiere ich mich? Bin ich im Fluss? Ja? Und hier siehst du gerade, dass ich mit Grauem im grauen Stift zeichne. Den benütze ich, wenn ich mich wieder ein bisschen zentrieren und beruhigen möchte. Oder wenn ich Ruhe benötige. Also lass dir Zeit, betrachte es auch ein Stück weit, ein bisschen spielerisch. Überleg nicht so viel mit den Formen, sondern lass es einfach geschehen. Leben oder das Leben kann ich ja auch nicht kontrollieren, es geht nicht, ist nicht möglich. Und von den Farben her, alles ist erlaubt. Wenn es nur zwei Farben sein sollen, dann nimm nur zwei Farben. Dann ist es auch in Ordnung. Ja. Ich kritzel da noch ein bisschen rum. Ach ja, genau. Und hier schaue ich so ein bisschen nach, ob ich in einem meiner Zeichenbüchern irgendwie noch eine Idee finde. Ja, das war's erstmal. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von Heilsames Malen. Viel Erfolg. Wenn du eine Frage hast, dann schreib sie mir gerne unten in den Kommentar rein. Und ja, ich glaube, dann bis nächste Woche. Tschüss.